Kack-Kies, ne? Das soll ich weg. Ja. Weizenkörner. Ja, kann ich nicht. Jetzt habe ich hier keinen Platz. Steine noch weg. Dieses Kack-Kies. Bitte, ich bin doch auf Höhe. Bin ich auf Höhe 18, da muss doch irgendwas sein. Ja, außer Eisen. Eisen. Das Eisen-Pupeisen. Anders, wie viel Eisen ist das abnehmen? Also, soll ich noch. Alter, dieses. Ich stoß nur auf Diorit, ne? Ja, ich auch. Diese anderen Gesteinsarten, die jetzt dazu kommen sind. Das hier. Oh, ich konnte Eisen, das soll denn. Ja, auch nicht schlecht. Eisen ist auch gut, das ist eine gute Eisen zu finden. Was nice wäre, wenn die ist. Aber ich würde sogar, ich habe Holz sogar, das heißt, ich könnte nur mindestens 3 Gears, dann können wir in die Höhle. Das sind nur Mieter. Mhm. Dann können wir XP farmen und dann. Ja, auf jeden Fall. Schärfe 5 Schwerter machen. Das war's auch immer. Das Ziel ist, den Enderdrachen zu besiegen. Und Baro zu bringen. Ja, wir, das wisst ihr noch nicht, haben wir sind jetzt bei Baro 3. Ja. Wir tun gerade nur im Voraus aufnehmen. Hat der Urmi eh schon in der letzten Folge erwähnt. Natürlich. Natürlich. Alter. Ist ja nix erfinde. Ja, ich bin so gescheit. Wie soll ich sowas abbauen? Das witzig ist immer, wenn man sich die Folgen von einem anderen anschaut. Was der gemacht hat. Wieder mal Eisen. Wieder mal Kies. Und jetzt fliegt noch in die Lava. Ja, das wäre das natürlich. Ich hätte so eine fette Lache dann einbauen. Diese Sitcom-Lache da. Aber halt die ganze Folge dann so. Ja. Shampoo. Also muss doch irgendwas sein, das gibt es nicht, also nichts. Hast du die Dias vielleicht ausgestellt? So, eigentlich ja mal eine kleine Dias. Du bist so witzig. Ja, klar, ich werde Dias ausstellen, dann werde ich nach Dias suchen, wenn ich sie ausstelle. Ja. Eisen. Und schon wieder Kuh. Lapis. Oh nee, so ein Spitze. Oh nee, so. Ah, ich hab eine Kiste aufgeschlagen. So. Oh, gleich haben wir noch. Ich finde auch nur mehr. Mitgenommen. Doch. Nur Eis. Hallo, ich bin eh schon full Iron, also bringt es das eh nicht. Was heißt das bringt? Amboss? Ah ja, genau. Neue Spitzhacken, falls welche kaputt gehen. Falls welche kaputt gehen, na. Na, ich brauche nicht kaputt. Oh, fuck, mehr. Zombie hat mich erschreckt. Wenn ich die jetzt hab. Ein Krippe. Oh! Schön, Zombie hat mir gerade eine Eisenbahn gegeben. Und. Der ist aber nicht. Hm. Nicht echt schlimm. Oh, fette Schlucht. Weißt du, ich habe fast doch nie in einer Schlucht. Keine Dias gefunden. Ich meinte Minen. Ja. Nice. Er ist einfach gut. Oh, ist das laut. Das Kies, ja. Ja. So. Ah. Oh, nein. Das ist aber schade. Wie schlecht. Wegen den scheiß Skype, ne? Ja, du bist wirklich verbrannt? Ich hatte irgendwas in die Lava gehabt von hinten, während ich Skype abheben musste. Oh lol. Und dann hat man ja links und rechts solche. Nein.
Ich würde dich lachen, wenn ich gestorben wäre. Und jetzt lache ich dich aus. Ist natürlich nicht lustig, aber. Ist doch lustig. Jetzt bin ich natürlich am Arsch. Ich hab grad, du fakest das nur so. Ficken. Die ganzen. Oh, das nervt. Ganz Kackzombies. Hä? Warte kurz. Er lief sich jetzt aber den Server. Ja, komm. Endlich ist es so, bitte lass mich doch dir es finden, wenn du brauchst du jetzt aber noch bitte. Das ist natürlich ziemlich niederschmetternd. Das ist ziemlich lustig. Ja, für dich, ja. Aber für mich, ja. Ist es auch lustig? Nein, nee, im Gegenteil. Oh Scheiß. Es ist so, als ob bei WoW einem das Inventar geklärt wird. Ja, eigentlich ist er das Inventar geklärt worden. Alter, was ich alles hatte. Naja, viel Eisen. Hauptsache ich sterbe nicht. Ja. Ich hab die ganzen Pferderüstungen mit. Und das alles jetzt nur wegen den inkompetenten Skype-Team, ja? Weil die zu blöd sind, den gescheiten Server zu. Boah. Liebe Skype-Team, ihr habt's versagt. Ende. Wegen euch bin ich gestorben. Stell dir vor, ich wäre jetzt in Varo wegen denen gestorben, halt. Ich hätte ihnen so einen Wutbrief geschickt. Ja, Wutöne, Varo! Warte, stell dir vor. Zerlacht. Also, wenn ich so keine Diamanten finde, dann schiebe ich echt Verdacht, dass es keine gibt. Also. Das gibt es. Also, muss ich Diamanten finden? Nein, das geht nicht. Also, wenn ich da. Wow, ich werde aggressiv. Gold! 8 Gold auf einer Ader. Ist doch super, aber irgendwie keine Deals. Wenigstens nur 3 Deals. 3 Deals nur. Aber jetzt bin ich wenigstens immer mehr so angespannt, dass du Deals als erster findest als ich. Ja, das ist sowieso wurscht. Nein, mir nicht. Ja, dein Ego. Ja, ich hätte sowieso die als erster gefunden. Ich kann eh gut aufholen, weil ich habe jetzt schon. Jetzt stimmt wieder gut. Also so viel hatten wir jetzt auch noch nicht. Ja, wir hatten gerade erstmal eine Folge mit uns. Ja, warte, wo habe ich mich schon schnell runtergegraben? Vielleicht schaffe ich es ja die ersten 10. Ah, Folgen genau, ich weiß. Bin ich nach hinten in den Birkenwald? Das weiß ich. So, an der Stelle hast du dann ja gesagt, dass du von deinem Bettler in die Schule geführt worden bist. Du wolltest Butler sagen, ja? Du hast dann auch Bettler gesagt, ja genau. Ja, das ist so eingefallen. Ja, was sag ich nur? Du bist ein fetter Wasserfall. Alter, das geht. Jetzt verpiss dich! Nein! Schau doch die Löcher an! Schau dich die Löcher an, das schaut aus wie ein Schweizer Käse! Wie ein Käse! Weißt du, wie die Schweiz ist, also, wenn du noch nie in der Schweiz warst? Ja, sag nicht so. Es gibt nichts. Ja, natürlich, in Mainz geht es nicht aus. Warst du schon mal in der Schweiz? Ja. Was? Natürlich. Ich noch nie. Und ich hab genau einen Stack Lapis. Das gibt es nicht. Die Wände sind aus wie Käse.
Aber ich habe keine, die es gibt. Man muss es nämlich in zwei Abstand, sonst bringt es sich ja nicht. Mein Vater war mal in der Schweiz und der hat dann Fotos mitgebracht, die ist urschön dort. Oh shit, ich kann nicht mehr laufen. Ich bin so gescheit und habe keine neue Spitzhacke gemacht. Das ist nice. Was? Es gab ein Problem mit Partnern im Internet. Ja. Und Skype kackt natürlich auch wieder. Ach, ist das herrlich. Ich nehme mal mit dem Bus. Los, mach es. Aber ich würde mal sagen, nach diesem niederschmetternden Erlebnis beende ich mal die erste Folge. Und dann sehen wir uns hoffentlich zu einer besseren dritten Folge wieder. Und ciao.